Vorbemerkungen zum Einführungsvortrag von Ingrid Schröder über das Wirbelmodell von Diplomphysikerin Gabi Müller. Liebe Interessenten, der nachfolgende Einführungsvortrag richtet sich an alle, die an dem Wirbelweltbild der deutschen Physikerin Gabi Müller interessiert sind. Sei es, dass Sie Ihre Internetseiten entdeckt oder Ihr Buch Viva Vortex gelesen haben oder daran denken, das Buch zu erwerben. Ich, Ingrid Schröder, möchte mit einer Reihe von Begriffsdefinitionen und Erklärungen beim Zuhörer die Grundlagen schaffen, damit die Aussagen der Physikerin Gabi Müller zu dem von ihr entwickelten Wirbelweltbild im Internet, in ihren Büchern oder in ihren Videos auch in dem Sinn verstanden werden, wie sie gemeint sind. Die deutsche Physikerin Gabi Müller verfolgt mit ihrem Wirbelweltbild einen vollkommen anderen physikalischen Ansatz als die etablierte Schulphysik, aber auch einen anderen als viele ihrer avantgardistischen und alternativ denkenden Kollegen. Hier wird der spirituelle Aspekt mit in das physikalische Weltbild einbezogen. Die Aussagen aus allen alten Weisheitslehren, Philosophien und Religionen, insbesondere jene, dass alles mit allem verbunden ist, bekommen damit plötzlich eine dem gesunden Menschenverstand zugängige Erklärung. Durch das Wirbelweltbild von Gabi Müller können viele spirituelle Aussagen sogar, in vereinfachter Form, grafisch dargestellt werden. Viele philosophische Aussagen verlieren damit ihren abstrakten Charakter, weil ihnen innerhalb dieses Wirbelweltbildes ganz klare physikalische Prozesse zugeordnet werden können. Und zwar ohne dabei auf den hinter allem stehenden Schöpfer zu verzichten. Wir wünschen eine anregende Zeit mit unseren Videoaufnahmen. Fragen, die sich beim Ansehen ergeben, können über das Forum www.torcado.de/Zauberspiegel gestellt werden und werden entweder im Forum oder in einer der nächsten Veranstaltungen bzw. im nächsten Buch von Gabi Müller persönlich beantwortet werden. Ihr Team vom Verein Perlenschnur, Wöllstein, 7. Juli 2018. Vorwärts sozusagen, vorwärts, rückwärts. Und dieses vorwärts, rückwärts, dieses, wie der Regenwurm sich bewegt, ja, so ziehharmonikaartig, das nennt man longitudinale Schwingung. Und die da, wenn jetzt das die Achse ist, wo das so herumdreht und wo dann diese Sinuswelle entsteht auf unseren Oszilloskopen, das ist die Transversalwelle. Kleinen Einspruch. Bitte aufstehen und laut reden. Ich würde sagen, vorwärts ist doch nach unten, weil unten ist der Südpol und in der Richtung bewegt sich der Wirbel, wenn er sich selbst nochmal extra bewegt im Ganzen. Nach dem kleineren Pol ist die Bewegung hin. Okay. Wenn er sich selbst noch bewegt. Okay, gut. Musst an den Wendekreisel denken, wie der dann. Okay, also. Auf den Stiel geht. Vorwärts, rückwärts. Ja. Okay? Die Schwingung entsteht, wenn man es beobachtet, wenn man einen Punkt, der sich daran bewegt, beobachtet und man trägt das nachher in ein Diagramm ein, dann entstehen diese Kurven, die wir Schwingung nennen. Ja. Aber sind nämlich sinusförmig. Die sind, irgendwie die sind hier nicht sinusförmig, weil die sind ja unregelmäßig. Ne? So, einfach nur zur Definition. Wäre es richtig, wenn wir einfach schreiben, als auch longitudinal strömt? Ja, strömt. Ja, besser. Ja, besser. Als schwingt. Gut. Ja, es ist immer, Leute, deswegen versuchen wir hier die Definitionen, weil bei jedem von uns ist jeder Begriff irgendwie schon belegt. Also die gröbere Ebene wäre die Hand, die feinere Ebene wäre jetzt das Wasser. Das Feinere strömt immer nach, wenn sich das Gröbere bewegt. Oder umgekehrt, durch die Strömung vom Feineren kann sich das Gröbere erst bewegen. Ist ja auch wieder egal, aus welcher Perspektive man das betrachtet.
Aber dass diese Wirbel asymmetrisch sind, habe ich vorher schon gesagt, sieht man in der Natur auch. Ne? Da, diese, ne, unten schmal, oben breit. Auch die Kirsche, oben breit, unten schmal. Vom Blitz sehen wir nur das, was sich mit dem Inneren da, die Wechselwirkung von dem Inneren, das erzeugt das Licht, was wir sehen können. Das, was drumherum ist, sehen wir gar nicht. Aber das ist auch eine Wirbelstruktur. Oder, was weiß ich, die Äste von unseren Bäumen. Ist der Kern, ist das Innere von einem Wirbel. Der Wirbel ist viel größer. Aber immer nur zwischen zwei Verzweigungen ist so ein Torus drumherum. Und im nächsten Zweig wieder ein kleinerer. Das ja, aber so über den ganzen Baum nachher auch. Ja, das, das ist die hierarchische Verschachtelung. Verschachtelung. Ja, genau. Ja? Asymmetrische Formen in der Natur finden wir viele. Also das schönste oder eines der schönsten Beispiele ist der Pilz. Da sieht man oben breit, unten schmal. Das ist das, worauf die Gabi immer so viel Wert legt. Asymmetrisch. Da gibt es einen größeren Durchmesser, unten ist der Durchmesser kleiner. Die Pfeilchen, die ich hier angedeutet habe, heißt nur, es geht von innen nach oben und außen runter. Aber die Bewegung ist so. Ja? Baum als ein Ganzer. Darum habe ich gesagt, ne? Die Äste haben ihre kleineren Wirbel, das Ganze. Und der Wirbel hört ja nicht bei der Erdoberfläche auf. Der geht ja unten drunter auch noch weiter. Das hat der Walter Russell zum Beispiel auch wunderbar dargestellt in seinen Schriften. Außen Minus, innen Plus. Ja. Obwohl innen auch sehr viel Minus ist, deswegen kommt ja das viele Plus. Plus alles auf engerem Raum. Ja. Muss man fragen, müssen wir über die Strömung reden, über das Feld selbst. Das ist Minus. Immer, sogar beim Pol. Ich habe auch lang gebraucht, bis ich kapiert habe, was sie damit meint. Also. Deswegen hält sie den Vortrag. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht gut erklären. Da müssen wir vielleicht noch ein paar Wochen mehr diskutieren. Gut, wir nehmen nochmal das. Das, was sich da entlang dieser Dinger da bewegt, ist gegenüber der Luft rundherum immer das Minus und das rundherum wäre das Plus. Aber innerhalb von der Struktur selber gibt es Unterschiede. Wir kennen Unterschiede heiß, kalt, schwarz, weiß und so weiter. Es ist einfach innen enger, dann gibt es mehr Minus auf dem Punkt innerhalb der Linie und mehr Plus außerhalb. Ja? Wenn man es vergleicht, ist es Plus innen. Diese statische Ladung ist innen Plus. Ja? Ja, nicht von elektrischer Ladung, nein, nur von der Ladungsqualität. Einfach ja, den Begriff Ladung als allgemeinen Begriff. Wir sprechen jetzt nicht von elektrischer Ladung oder. Das ist aber ein Zusammenhang. Ja? Etwas Allgemeines, weil das, was wir euch hier vorstellen, das sind Dinge, die gelten für die subatomare Ebene genauso wie für das ganze Universum. Blauer Pfeil minus in Relation zu der Umgebung. Die Umgebung ist jetzt zum Beispiel das in der Mitte drin. Das wäre das Plus, weil das Plus wird hingesaugt. Man kennt das von Düsen, ja? Wenn durch eine Düse saugt was aus der Umgebung an und dieses Soggebiet hier, das ich da versucht habe mit diesem Grauschwarz anzudeuten, wenn man den Wirbel durchschneidet, na, also ich würde jetzt den Schnitt hier machen, durch das Ding, dann ist da in der Mitte eben dieser Kernbereich und außen ist der Hüllbereich und das sind diese konusartigen Dinger an verschiedenen Stellen von dieser schwarzen Linie da. Das sind eigentlich Tausende und ich habe hier nur noch 5 hin. Ja, also das sind unendlich viele in Wirklichkeit, oder nein, vielleicht nicht unendlich viele, aber zumindest für uns unvorstellbar viele. Jetzt kommen wir zu den Geschehen in der Natur. Haben wir auch überall, kennen wir, okay. Egal wie man diese Rotkohl, egal wie man das Ding durchschneidet, kreuz und quer, immer wieder kommt man auf diese Subwirbelstrukturen. Könnte alle Gemüse- und Obstsorten, die ihr zu Hause habt, zerlegen und die Wirbel suchen. Ja? Tierwuchsformen, unsere Organe. Ja? Oben breit, unten schmal. Da steht es auf dem Kopf, da ist es da schmal und unten breit. Substrukturen, Bäumchen, ja? Auch quasi, je nachdem aus welcher Perspektive ich es anschaue. Wenn ich es hier anschaue, oben breit, unten schmal, hier steht es auf dem Kopf. Aber in Bezug auf die Flussrichtung ist es auch da ein oben und unten. Ja? Oder bei der Niere haben wir auch diese Bäumchenstruktur drinnen. Wenn wir uns einen Wirbel anschauen, breit, schmal. Wenn wir uns das Ganze anschauen, breit, schmal. Oder der Kopf, breit, Kinn ist schmal. Überall in der Natur haben wir wieder
die. Und es ist verschachtelt, ne? Das Innere umgekehrt zum Äußeren. Ja, das Größere und das Kleinere, was drin eingebunden ist, ist umgekehrt. Oben breit, unten schmal. Oder ganz schmal, oben breit. Und es geht mit Sicherheit das ganze Wirbelgeschehen auch unter der Erde weiter. Das sehen wir aber nicht, weil sich das in einem feinstofflichen Bereich abspielt. Und da habe ich versucht, von den Wolkenstrukturen oben und von den Staubstrukturen unten ein bisschen anzudeuten, so Subwirbelstrukturen, die man im Physischen sogar sehen kann. Jeder Wirbel, egal welcher, egal ob auf der Materieebene oder anderen, ist immer eingebunden in eine Umgebungsströmung. Die Umgebungsströmung ist eine feinere, deswegen sehen wir sie nicht. Das Grüne wäre die Gravitation, könnte man gleich noch dazu sagen. Zum Beispiel, wenn das jetzt ein Wirbelgeschehen im Gravitationsfeld ist, dann würde sich das so ausrichten, ja? Das Grüne wäre dann quasi die Richtung der Gravitationskraft, die wir messen können, die entsprechende Strömung dazu. Und die Pulsierung. Bitte? Die Pulsierung der Gravitation sieht man hier an dem Bild. Und das, was da strömt, hat auch eine Quantisierung. Deswegen, ich hatte das durchgehend gezeichnet, hat sie mir ausgebessert. Das muss anders sein, weil das ist auch quantisiert. Und dieses Ding da, damit es stabil bleiben kann, muss ja immer gefüttert werden. Es muss aus der Umgebungsströmung was nachströmen. Das ist jetzt wieder ein symmetrisches Gebilde, nur um Prinzipien darzustellen. Wenn man diesen Torus innerhalb vom Schlauch, gibt es ein Soggebiet, was quasi gegenüber dem, was sich da am Schwimmreifen bewegt, die Plusladung wäre. Und dieses Soggebiet, das ist das, was unsere Physik als Masse zum Beispiel bezeichnet, wenn wir in die gröberen Strukturen kommen, von denen, ja, also die für uns anfassbar sind, die physisch gröberen Strukturen. Und dann gibt es noch ein Soggebiet da in dem zentralen Schlauch. Und diese Masse, da haben wir jetzt wieder Definition Masse nach Gabi. Masse entsteht senkrecht zur schnellsten Strömung als Sog. Ja, also wenn da immer relativ zur schnellsten Strömung, da außen strömt auch was, relativ zu der Strömung außen ist jetzt das Gelbe, relativ in der Strömung da im zentralen Schlauch ist das Grüne das Soggebiet. Masse entsteht senkrecht zur schnellsten Strömungsschicht als Sog. Siehe Pinch-Effekt und so weiter. Sog entsteht im Hohlraum, gelber Bereich, und im Zentrum vom Mittelschlauch, grüner. Und Masse, könnte man also sagen, ist ein Hohlraum, ich habe es deswegen unter Anführungszeichen gesetzt, im Sinne des Fehlens einer materiellen Substanz, beziehungsweise des Fehlens der strömenden feinstofflichen Substanz. Weil wenn die feinstoffliche Substanz da rausgesaugt wird, es fließt dann eine noch feinstofflichere rein. Aber das ist wie ein Leerpumpen. Ne? Wenn ich mit einer Pumpe was leerpumpe, entsteht da drin ein Vakuum. Ist natürlich jetzt nur ein physisches Vakuum, im Sinne, dass ich die Luftmoleküle rauspumpe, dann strömen feinstofflichere Strömungen nach. Und wenn ich ein Gerät hätte, die feinstofflichen Strömungen auch rauszupumpen, dann strömen noch feinere nach. Das heißt, die Strömung ist zuerst da und das, was die Strömung produziert, ist die Masse. Nur mit Dynamik wird Masse überhaupt erzeugt, ständig. Die muss ständig erzeugt werden. Aber okay. Es ist außen länger, weil es länger dauert, funktioniert es, sonst wird es ja ausgeglichen. Wenn der zum Beispiel in einem Ringbeschleuniger drin ist, da kommt ein anderes Feld, da hat man dann, die müssten die eigentlich senkrecht stellen und nutzen, was da Gravitation ist, machen sie nicht. Die müssen das reinpowern dann. Dann ist es diese Kraft, die von diesem Magnetring da. Wir kennen das aus dem praktischen Leben auch, ne? Dass die Umgebungsströmung gibt, die was antreibt, das Wasserrad, das Wasser. Expansion, ne? Ist das, was rauskommt, weiter wird, den größeren Weg nimmt. Und wenn es dann innen wieder reinkommt, nennen wir das Kontraktion. Diese rhythmische Abfolge von Expansion, Kontraktion, Expansion, Kontraktion.
das Schöpfungsmodell von, ich sage Leadbeater, die meisten Leute sagen Leadbeater zu ihm, Charles Webster. Wobei jetzt unsere physische Ebene, die habe ich hier rausgezeichnet, das alles wäre physische Ebene. Die siebte Stufe der siebten Ebene, das ist das, was wir den festen Aggregatzustand nennen. Die sechste der flüssige, die fünfte der gasförmige. Dann haben wir noch den vierten, das ist das, was unsere Physik den Plasmazustand nennt, wenn also die gasförmigen Moleküle oder Atome dann in Ionen aufgespalten werden. Aber dass es dann noch mit der Verfeinerung, mit der Zerlegung weitergeht, hat unsere Physik bisher so nicht im Blick. Die spalten mit Gewalt Kerne oder Atome. In der Natur geht es aber physiologisch sozusagen. Ob es jetzt in 7, in 3, in 12, in 13, in 20, in irgendwas einteilt, das ist so ähnlich, wie man unseren Regenbogen oder Farbenkreis in unterschiedlich, wo mache ich denn die Trennlinie? Wo benenne ich die Farbe anders? Und wo sage ich, das ist rot und orange und gelb? Oder mache ich noch Schattierungen? Ne? Mein Mann sagt immer, irgendein Indianerstamm hat 109 Begriffe für rot. Ne? Die haben also rot, da 109 verschiedene, irgendwo da, was weiß ich, wo es diese roten Erd- und Steinformationen gibt. Ne? Also, deswegen, nicht jetzt geistig festhalten an diesem siebener System. Aber das siebener System ist eines, was uns überliefert worden ist in vielen Kulturen. Das hat also schon einen Sinn und das hat einen Hintergrund. Und deswegen haben wir das jetzt auch benutzt. Und wir kommen dann auch noch weiter darauf. Also kein Dogma. Aber nicht auf die Verdopplung bezogen. Da kommen wir dann schon bei der 14 in den Bereich der 7 rein, wenn man pro Stufe 2 Verdopplungen sieht. Ne? Ja? Stimmt, hat seine Berechtigung und trotzdem stimmen andere Systeme auch mit ihrer Methode. Bin ich der Meinung. Definition Mäander. Ein Mäander ist eine Kurvenbildung im Flussverlauf und zwar jetzt nicht nur in unserem Wasserfluss, sondern Mäander als Definition allgemein für alle Flüsse, die es in Natur gibt, aber am Beispiel von dem uns bekannten Mäandern eines Gewässers in unserer Natur. Ist eine Kurvenbildung im Flussverlauf verursacht durch Wasserwirbel, die ihren Umlauf in einem neuen Raum in Ausbreitungsrichtung wiederholen und aus zwei verschiedenen Wirbelhierarchien bestehen. Und zwar, wenn man jetzt das sich Ganze sich anschaut, hier Fließrichtung ist jetzt hier von vorne nach hinten sozusagen, ja, so fließt das Gewässer da durch, dann ist hier erstmal in Linksdrehung, also gegen den Uhrzeiger, also das, was ich hier blau unterlegt habe, ist der Bereich, wo sich das gegen den Uhrzeigersinn verwirbelt und hier diese Stelle mit dem Pfeil ist nochmal hier groß herausgezeichnet. Dieses Steilufer wäre jetzt hier, das Steilufer, so kommt das Wasser, steigt hier in dem Bereich, das ist hier, steigt hier hoch, das wäre dieses Hochsteigen, entspricht bei so einer Art von Wirbel dem Kernbereich, weil dort ist es schnell, ja, schnell steigt es da hoch, auf einer kurzen Strecke und dann sinkt es zur Mitte des Flusses zu, langsam, flacher, über einen längeren Weg wieder ab. Ja? Und dann wiederholt sich das. Ja, wenn, es kommt jetzt auf den Widerstand an, was da liegt. Wenn da hier Steine sind, Felsen, ja, dann bleibt es immer so. Und da sind die besten Beschleuniger eigentlich. Und wenn kein Felsen hat, dann wächst er immer mehr. Dann wird immer größer, die Schlaufe. Mhm. Bis er an einen Felsen stößt und dann bleibt es und dann hat er diesen Effekt. Mhm. Es kommt immer auf den... Auf die Umgebung an. Ja. Ja. Also felsiges Gebiet oder wo große Steine sind, so richtig Felsbrocken, funktioniert es. Also da bleibt es dann stabil über Jahrtausende. Da bleibt das Flussbett an dem Ort. Ja. Und dort, wo das weggewaschen wird, na, da verändert sich das Flussbett. Bis es praktisch so einen Widerstand findet. Es sucht diesen Widerstand. Der hilft praktisch, diese Beschleunigung stabil zu halten, dass die wirklich hochgeht. Also das ist jetzt eine Art von Wirbel, also jede Schlaufe, ja, wäre jetzt für sich so ein Wirbel, wo man sagen kann, rauf ist die Kernzone, runter langsam zur Mitte hin
ist die äußere Zone. Und dann haben wir aber noch insgesamt ein Geschehen, wie wenn wir dieses Ding jetzt nicht wieder zurückfließend hätten, sondern hintereinander. Ja? Breit, schmal, breit, schmal. Na? Das ist jetzt... Ich muss bloß die Richtung wechseln. Ja? Das ist die Geschichte. Hier wird es breiter, breiter, breiter. Wäre jetzt der Außenbereich vom Wirbel. Wenn wir das Ganze jetzt anschauen. Kleiner, kleiner, kleiner. Und hier muss es die Richtung wechseln. Das ist so, wie wenn es einen Purzelbaum schlägt. In sich behält das Wasser die Richtung, aber dadurch, dass es den Purzelbaum schlägt, einen halben, ja, es rollt sich nicht aus. Die rote Kurve macht einen Sog bis zur Kurve sozusagen. Das diese muss, rote die Kurve zieht. Gegenkurve löscht, ja? Nein, die Gegenkurve löscht diesen Wirbel, der erst rechts rumdreht. Da wird sozusagen klein gelöscht. Ja. Was ist Ursache und Wirkung, ist dauerinteressant, oder? Ja, weil das eben bedingt eine Rückwärtswirkung. Die Drehrichtung, dass sie sich wechseln muss, wie in Ein- und Ausatmen, ja. Die Nullpunkt und dadurch jetzt bei anderen oder umgekehrt. Also die Furt bildet sich hinterher erst aus, weil das so ist. Ja, ja. Dadurch weil angesaugt, ist. Zone ist dadurch, dass die feiner wird, die Struktur, und dann wird der Boden angesaugt und je schmaler das ist, desto leichter läuft das ja dann alles. Die Pulsation ist dadurch gegeben. Ja. Die Pulsation drin. Also die Gabi meint zum Beispiel, das Blaue Schauberger, hier, nicht ich, das ist ja? Schaubergers Entdeckung. Ja, das Blaue hier würde saugend wirken auf das, was hier nicht gezeichnet ist, und das Rote wirkt saugend auf den Bereich, der blau gezeichnet ist. Im Grunde wird hier Gravitation aus dem Steilbereich, also wo es praktisch reingespeist wird, durch das Fallen in der Mitte, wird Gravitation reingespeist, die wird in der Furt transformiert in Wasserschwingung, die dann rausgeht. Also praktisch wassergetragene Gravitation ist das dann, die in der Natur landet. Habt ihr das gehört? Also die eingespeiste Gravitation, ja, durch das Fallen dann von dem Wasser in der Kurve, wird dann in der Furt, wie hast du gesagt? Wieder raus explodiert. Und das landet dann woanders, ja, also sozusagen. Der Stern, den ich da gezeichnet habe. Ist aber wassermoduliert. Das ist der Witz daran. Ist wie ein Radiosender für Wasser. Okay. Also Wasser gibt es ja auch in höheren Hierarchien. Und die landen dann wieder in eben, der Pflanze. Also das sind feinere Ebenen vom Wasser, ja, wo das dann hingeht. Die Energie, die durch die Gravitation... Über dem Gas und so weiter, die ganzen... feinstofflichen vier Aggregate. Schauen wir uns nach der Pause dann an. Die sind dann praktisch in der Natur verwendbar. Okay. In der Furt sind die feinstofflichen Dinge viel höher, ja, als in der Kurve. Ja, genau.